Moin Leute und herzlich willkommen zurück bei Lost Ark und heute geben wir uns Pokel. Mein erster nicht reingeschissener Pokel-Run. Vielleicht wart ihr dabei im Stream, leider natürlich live on Stream passiert. Mein allererstes Mal Pokel in einem Raid. Reingeschissen des Todes, also brauchen wir nicht drüber sprechen. 107 Bars Rest ist für den Pokel-Killer eine so unfassbar schwache Leistung. Kannst nicht vergraben gehen. Habe ich auch schon mal im Video drüber gesprochen. Jetzt vor kurzem gab es den zweiten Versuch. Das war an einem Montag. Heute ist Dienstag. Ihr seht das Video an einem Mittwoch. Ich war ein bisschen verwirrend, aber dann bitte die Sache. Montag rein mit dem Striker als Prokel-Killer. Hawk war dabei. Über die Hälfte Randoms. Und diesmal habe ich sehr gut performt. Und diesen Run möchte ich heute zeigen. Es sei gesagt, ich habe ihn beim ersten Versuch nicht gelegt. Er hatte 10 Bar Rest, was ich als sehr, sehr gut empfinde. Mir wurde auch von vielen gesagt, dass das schon gut ist. Ich brauchte diese Bestätigung, Alter. Wenn du bei Pokel so hart reingeschissen hast wie ich beim ersten Mal, dann brauchst du dieses Erfolgserlebnis. War aber nicht ganz grob meine Schuld. Als ich bei, keine Ahnung, 30 Bars war, war das halbe Team schon tot. Unter anderem die Supports, wie auch immer die das gemacht haben. Der Kopf wurde nicht mehr gestaggert. Ich konnte nicht mehr raus, meine Stacks haben sich erhöht, bin in ein Angriffsmuster reingekommen, konnte nicht rechtzeitig potten, was willst du machen? Ork hat den Rest dann erledigt, aber beim zweiten Versuch, den ich leider nicht mehr aufgezeichnet habe, da habe ich ihn dann solo ohne Tod gelegt. Möchte ich dann dir das schon gesagt haben, ich habe offiziell in einem Raid Prokel fast zweimal gelegt. Mir ist übrigens eben gerade eingefallen, Alter, heute... kommt Kajangel raus. Ich brech weg, Alter. Machen wir aber nicht im Stream. Also nicht heute, weil wir werden den nicht am ersten Tag... Never play on a patch day, kennt ihr ja. Außerdem ziehen wir das durch. Wir haben unsere 6 Clown Runs, glaube ich. Eventuell werden wir Algarcia ein bisschen Story machen. Und vielleicht der ein oder andere Waldheim Raid noch dazwischen geschoben. Nebenbei, auf meinem Discord-Server habe ich jetzt eine Looking for Group Kategorie eingerichtet. Das ist nur ein Channel, wo ihr reinschreiben könnt. Aber wie gesagt, da gucke ich jeden Tag einmal mal rein. Weil wenn ich abends bei online bin oder wir gucken da rein. Und wenn ihr da reinschreibt, ey, hier, ich habe da noch so ein Ding offen, könnt ihr mir helfen. Es wäre uns ein Vergnügen, euch da weiterzuhelfen. Ansonsten natürlich in der Beschreibung immer noch der offizielle Looking for Group Discord Channel. Auch da gerne drauf joinen, wenn ihr Gruppen braucht oder Hilfe braucht. Da wird auch geholfen. Oder wie gesagt, zur Not, kommt in meinen Stream rein, holt euch den Discord-Link und setzt euch dazu und quatscht mit ein bisschen. Wir sind die Tage wieder zwei Leute, glaube ich, mehr geworden. Sehr angenehm. Deswegen auch in der Beschreibung zu finden. Gerne mal reinjoinen. Bevor ich euch das Gameplay zeige, weil das möchte ich natürlich mit euch teilen, meine Fortschritte, möchte ich kurz auf den heutigen Run zu sprechen kommen, oder auf die heutigen Runs in Vikes. Wir haben ja, wie gesagt, heute Dienstag zum Zeitpunkt des Videos. Wollten noch gerne einen Vikes machen. Also ich und Hawk wollten noch gerne einen Vikes machen. Der Arsch nennt sich immer zuerst. Und haben uns in der Lobby angemeldet, was auch, die lief wunderbar. Ne? Kein Rage hier, kein Rage. Ich bin heute todesentspannt, auch wenn es so scheiße warm draußen ist. Aber das heißt, mein Festival kommt näher. Es sind noch 9 Tage, ich brech weg. Die Leute überwiegend auf Item-Level 1465, so bis 1472, so in dem Dreh waren wir. Ich mit dem Striker 1515, war also dementsprechend gut equipped. Hawk war auch mit drin. Aber es lief wunderbar. Also da hat keiner irgendwie reingeschissen, Mechanik nicht gekonnt. Also es ist wunderbar durchgelaufen. Den einen oder anderen Toten pro Gate gab es, leider. Aber ansonsten, ja, wir hätten fast 2 Deathless gehabt, ne? Weil, aber dann ist einer immer einmal gestorben. Das ist ärgerlich, aber was willst du machen? Und der Leader, der diese Party eröffnet hat, hat dann immer wieder geschrieben, so ey, ich mach noch eine Gruppe auf, ne? Wer Lust hat, dann gerne wieder rejoin, und das haben wir uns natürlich, das haben wir uns nicht nehmen lassen. Wir sind 3-mal mit dem guten Dude gelaufen, haben uns danach gegenseitig bedankt, weil die Runs liefen alle wunderbar, ne? 1460 auf Eye Level gut, die hatten 5 Dreier Gravuren, die nimmst du halt schon sehr gerne mit, ich mach die Regeln nicht, ne? Also wenn ihr Vikes auf Item Level in der Lobby rein wollt, solltet ihr 5 Dreier haben. Jetzt sagt ihr natürlich, ja, aber wo soll ich das Gold hin? Ich weiß, ich mach die Regeln nicht, aber die Chance ist dann höher. Völlig höher. Und wie gesagt, die haben auch alle super performt. 3 schöne Runs gab. Wir haben uns gegenseitig bedankt, wie schön das alles war. Wunderbar. Und jetzt sitze ich hier und denke mir so, Alter, Prokel.
Und damit wollen wir jetzt auch weitermachen. Mein Poke-Gameplay. Ich wünsche euch da viel Spaß mit. Ich lasse das einfach ungeschnitten. Es gibt keine Cam übrigens, weil ich zu dem Zeitpunkt einfach nur die Aufnahme gestartet habe. Und ja, sagt mir gerne mal, wie ich da performt habe. Ich brauche ein bisschen Honig an der Fresse, okay? Vielen Dank, Dankeschön. Noch ein bisschen nervös gewesen wieder, weil ne, der Raid lastet irgendwo eher auf deinen Schultern. Hin und wieder mein Skill daneben gefeuert, man kennt ihn. Aber ansonsten, finde ich, habe ich da sehr, sehr gut performt. Und ich hoffe, dass ich das in Zukunft auch genauso wiederholen werde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr zieht es euch rein. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit Prokel. Haut rein. Tschüss. Oh, der fängt gleich richtig spaßig an, du. Diesmal spiele ich safe. Oh, Konter. Boah, Gott. Oh, ich bin der Beste, der Beste. Dachte, ich laufe in den dümmsten Angriff von ihm rein. Kannst ruhig sagen, dass er gekontert ist, ne? Achso, ja, ne, wir sind gerade da. Mann, jetzt kann man so weg. Mist, gefettfingert. Egal, lebe. Ich habe übrigens festgestellt, dass man rausfinden kann, ob man eine rote Kugel oder eine blaue Kugel nimmt, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Wie willst du das denn machen? Die Kugeln haben so, na, die blauen Kugeln, also wenn du den blauen Buff bekommst, das sind einfach nur Kugeln und die roten Kugeln haben so wie so kleine Stacheln drumherum. Kleine Widerhaken. Hab ich nie drauf geachtet, wenn ich ehrlich bin. Hab immer nur eine Bubble aufgehoben. Mütze, setz die Brille auf. Ich hab keine. Ja, Hoch, dann jetzt wohl Zeit. Ja. Ab einem gewissen Alter fängt es an, glaubt mir. Ja. Jetzt ja. Ich hab normalerweise Adleraugen. Wir haben die bekommen, das alles. Genial war es bei meiner Tochter, die es gehört hat. Hat so einen Hörtest mit mir gemacht. Kam sie raus dann aus diesem. Komm mal kurz raus, ne? Ja. Und sagt zu ihrem Vater, Vater, die hört super, nur dich nicht. Ihr habt ja einen Toten hier, was ist das denn? Jetzt schaltest du zum ersten Mal nicht rein, weißt du, dann kommt dir sowas. Der ist gestorben bei der Grundschande. Achso.
will ihn weiter verhauen, Hawk. Sag dir, wie es ist. Jetzt bin ich drinne. Jetzt schlappe Junge. Aber kein Pott gebraucht, ich bin der Beste. Oh! 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 Nee, mach mal lieber nicht! Wie weit bist du denn schon? 90 Bars. Ja, ja, wir steckern den in 15. 14. 10. Und frohes neues Jahr. Gib ihn. Mach ich. Du bist dran, Suppentyranne. Hat er nicht gerade wirklich versucht? Hello. Nee, da ist er ja. Hallo. Mein Warp? Wo ist mein Warp? Wo ist mein Warp? Nein. So. Nein. Doof. Meine? Ja. Da ist der Baller gestorben. Gleich schon die Bubble-Phase. Was für Phase? Die Bubble-Phase wurde da mit dem Selbstputz. Das ist auch gleich kommen bei dir, ne? Bestimmt. Ja, viel Leben hat er nicht mehr, oder? Wo 46. Ja, okay, schon noch. Da kommt die Bombe. So, aus der nächsten PvP-Phase. Nee, bitte, bitte nicht dieses mit dem Schwert machen. Ist auch mal der Paladin gestorben ist, Alter, ey. Ja, ich freue mich auch. Oh mein Gott! Oh Gott! Okay, ich wünsche euch noch viel Spaß, nette Möpse und vor allem Dröpse und man hört sich. Ciao. Ich wünsche euch einen schönen Abend noch so, ja. Ja, schönen Abend, schön, dass du da warst. Also so belastend ohne Support, ey. Bist ganz leise, Philipp, wieder. Ihr macht Drell ohne Support, ist der tot oder habt ihr keinen drin? Ja, ist gestorben. Der ist tot. Du hast eine dicke Orb getankt und es überlebt, Alter. Wie? Hat Paladin nicht ungewöhnlich. Ey, ich bin Slayer. Oh, ja dann geht's halt, Alter. Wunderbar, die scheiße Rede, Digga. Wie weit bist du, Jo? 31. Komm mal hin, wir werden die Kante liegen. Danke für die Orb, Alter. Ich hab keinen Timestop mehr. Und er hat gerade diese Scheiße gemacht. Tot? Wer? Guck noch nicht. Lass mich doch mal kurz. Lass mich das machen mal. Gut. Nee, ihr habt halt die Orb, die kam genau in rechten Zeit. Das ist der nächste gestorben. Warum brechen die hier alle an? Ah, lol, Alter. Ja, natürlich, klatscht meinen Scheiß, Alter. Guten Abend zusammen. Na, Ben. Hallo. Ich glaub's da oben jetzt. Was hast du wieder meinen Spalt mit Treiber schon wieder kaputt? Ey, schon wieder. Was für eine Meldung kommt denn? Oder hast du so Bildschirmfehler? Sie wird installiert, ist wieder weg. Einfach weg, wie letztes Mal. Schau mal. Musst du mal gucken, ob ein Steam-Update da ist. Ich meine den Grafikkartentreiber. Achso, der spricht ab beim Spielstart, nicht. Ich dachte, der Button vom Spielstart. Dann bricht das ab. Hast du den Iron Oh nein, Boss scheiße! Installiert? Den Bossrest.
Ja, ungünstig, weil ich bin ziemlich lowlife, hab nur noch 4 Pots, 10 Bars, na gut, das krieg ich den geblieben. Ja, das Problem war, ich hab zu viele Stacks gehabt und hab nicht rechtzeitig gepottet. Mach mal Stream an, Olli. Mein Stream läuft? Scheiße. Ich mein Olli. Aber dann bitte auch. Ja, das Problem ist halt, kein Support, kein gar nichts hier, Alter, das ist halt übelst belastend. Ja, warum seid ihr denn alle tot, sag mal? Ich hab keine Ahnung, wie der gestorben ist, Alter.